Hallo Gitarrenfreaks, wir haben jetzt gerade mal April und schon jetzt steht für mich fest, egal was an Knallern dieses Jahr noch kommen mag, ich habe eines meiner, wenn nicht sogar das Spiel des Jahres für mich gefunden. Guitar Hero rockt im wahrsten Sinne des Wortes einfach alles weg. Das liegt eigentlich weniger am zugegebenermaßen genialen Spielprinzip, denn dieses wurde in aufwendigerer Form ja schon bei Amplitude eingesetzt. Nein, es liegt vielmehr am coolsten Controller, den es jemals gegeben hat. Habt ihr euch die kleine Plastikklampe umgeschnallt, fühlt ihr euch mächtiger als Jimi Hendrix, Slash und Eddie Van Halen zusammen. Die Bedienung ist wirklich super einfach. Mit der linken Hand greift ihr wie bei einer echten Gitarre an die bunten Tasten. Die gleichen Farben fahren auf dem Bildschirm in Symbolform auf euch zu und ihr müsst sie zur rechten Zeit erwischen. Um sie zu aktivieren, stupst ihr mit der rechten Hand einen kleinen Wipphebel an, quasi der Plektrumersatz für die Saiten. So spielt ihr die einzelnen Noten. Zusätzlich benutzt ihr das Tremolo, um langgezogene Töne schwingen zu lassen. Das gibt nicht nur extra Punkte, sondern steigert auch eure Star Power. Diese löst ihr ein, indem ihr die Klampe hochreißt. Habt ihr einen auf dicke Hose gemacht, werden eure Punkte multipliziert. Guitar Hero ist durch den genialen Controller wunderbar zugänglich. Soll heißen, jeder und wirklich jeder kommt auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad zurecht. Für die höheren Stufen müsst ihr aber wirklich üben, denn wie ihr hier sehen könnt, geht es ziemlich zur Sache. Und der Ramones-Song gehört noch zu den leichteren Stücken. Bei Bark at the Moon von Ozzy Osbourne zum Beispiel solltet ihr euch schon mal Pflaster und Beruhigungstabletten bereithalten. Aber gut, zum Einzelspielermodus wurde ja eigentlich alles schon in Andres genialem Vorschauvideo erzählt. Ich möchte hier mal auf den Mehrspielermodus eingehen. Dabei kann ich euch gleich unseren Neuzugang in der Redaktion vorstellen. Sebastian Weidenbeck heißt der Rocker links im Bild. Ihn hört ihr auch zum Beispiel in den Videos von Metroid Prime Hunters und Hitman Blood Money. Bei mir hat Sebastian auf jeden Fall schon mal einen Stein im Brett, auch wenn ich mir für dieses Video nicht unbedingt die Superschnulze More Than a Feeling von Boston ausgesucht hätte. Aber egal. Liebe GamePro-Leser, der Multiplayer-Modus schlägt dem Spielspaß fast den Boden aus. Ihr spielt zwar grundsätzlich gegeneinander, steht aber auf einer virtuellen Bühne. Das bedeutet, ihr champt manche Parts gemeinsam oder wechselt euch wie bei einer echten Band ab. So reicht ihr euch die Soli quasi weiter, wenn ihr einen bestimmten Abschnitt geschafft habt. Der Hammer ist dabei, dass ihr versucht, eure Sachen möglichst perfekt zu spielen, denn ihr seid ja schließlich auf Punktejagd. Und es gibt echt nichts Erniedrigerendes, als wenn ihr euer fast perfektes Solo beim letzten Akkord versaut. Dann blickt ihr schnell auf die Punkteanzeige und hofft, dass euer Gegenspieler sich auch einen musikalischen Bock erlaubt. Als André und ich den Multiplayer-Modus zum ersten Mal gezockt haben, natürlich bei verdunkeltem Zimmer und voll aufgedrehter Anlage, konnten wir nicht glauben, wie unfassbar cool dieser Modus ist. Leider steht zum Redaktionsschluss noch nicht endgültig fest, wie viel eine separate Klampe kosten wird. Aber wir können euch nur strengstens raten, euch eine zweite Gitarre hinzuzukaufen. Wie auch beim Einzelspielermodus gilt, die Spielbarkeit ist ausgezeichnet und die 30 gecoverten Songs plus knapp 15 Lieder unbekannterer Bands einfach super ausgewählt. Wer hier nicht abrockt, sollte sich schon mal nach einem Platz im Altersheim umsehen. Lange Rede, kurzer Sinn, Guitar Hero gehört in jede und wirklich in jede PS2-Sammlung. Ihr werdet das Spiel samt Controller immer wieder auspacken, um mal wieder ein Liedchen anzustimmen. Als Abschluss habe ich mir noch überlegt, wie man das Ganze auf die Spitze treiben könnte. Ziemlich bescheuert, aber klarer Fall, warum spiele ich nicht alleine auf zwei Gitarren? Und wie das ausschauen könnte, seht ihr jetzt. Ich verabschiede mich mal, um trotz des Abgabestresses noch eine ganz klitzekleine Runde Guitar Hero zu spielen. Bis denn!